Hallöchen, liebe Wanderer, willkommen zurück zu Omori. So, boah, ich bin immer noch gestört von der letzten Folge. Wir sind jetzt wieder wahrscheinlich in eurer Fantasie. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir werden das ja gleich rausfinden. Vor unserem Haus steht Basel. Hi Adam, du hast deinen Weg nach Hause gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das je vernünftig gesagt habe, aber es tut mir leid, dass ich so viel Ärger verursacht habe. Als ich dir mein Fotoalbum gegeben habe, wollte ich wirklich, dass du es hast. Aber irgendwie, immer wenn ich versuche zu helfen, ich am Ende eine Bürde für dich, eine Bürde. Auch damals. All dieser Schmerz, den wir gefühlt haben. All diese Schuld in unserem Herzen. Und du versuchst, das alles zu ertragen. Oder zu vergraben. Irgendwann kommt es immer irgendwie raus. Ich würde gerne sagen, dass alles in Ordnung sein wird. Dass wir keine Wahl haben, außer weiterzumachen. Aber es liegt an dir. Aubrey, Kelly und Hero sind gute Freunde. Du musst ihnen vertrauen, dass sie uns vergeben. Es ist wirklich hart, das zu glauben, aber die Fotos sind in unserem Album. Das sind nicht einfach nur Fotos. Das sind wahre Erinnerungen. Unsere Erinnerungen. Es ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Halt diese Fotos nah bei dir. Und erinnere dich daran, was du beschützen möchtest. Es tut mir leid. Es scheint, dass ich wieder meine Bürde für dich bin. Der Pfad zu deiner Zukunft wird sich bald schon öffnen. Aber nur du kannst entscheiden, was du am Ende tun willst. Es ist nicht viel, aber ich werde dich anfeuern. Lass uns gemeinsam neue Erinnerungen machen, okay? Vergessen Sie, es ist in der Spielbox. In welcher Spielbox? Unser altes Zuhause hier. Das Foto von uns, unseren Eltern und Mari. Also mittlerweile wissen wir, dass wir daran schuld sind, dass Mari gestorben ist. Da ist Mari. Adam, es ist fast soweit. Du bist durch eine Menge durchgegangen, diese ta letzten Tage. Du musst müde sein. Wir alle machen Fehler. Du bist vor dem hier schon lange weggelaufen. Es ist hart, sich dem zu stellen, aber du wirst dir selbst vergeben, oder? Du kannst das schaffen, Adam. Du hast so hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu kommen. Es gibt nur eine Sache, die du noch tun musst. Denk immer daran, ich werde immer über dich wachen, okay? Solange du dich daran erinnerst, ich werde da sein. Gut. Also bevor wir jetzt die Toolbox da öffnen oder die Spielbox, müssen wir das nochmal Revue passieren lassen.
Die Wahrheit ist ja krasser, als ich das gedacht habe zum Anfang. Nicht Basil war schuld. Also die Sache war gewesen, wir wissen, dass Mari Adam dazu, sagen wir mal, schon genötigt hat, die Violine zu lernen, damit die beiden zusammen spielen können. Ich weiß nicht, warum es ihr so wichtig war, aber war es anscheinend. Und daraufhin hat er eben die Violine nach unten geworfen, die Treppe runter, weil er keine Lust mehr dazu hatte. Und Mari hat ihn halt angemeckert. Was soll das? Blablabla. Und da haben sie sich halt gestritten. So, und Adam wollte sich befreien und hat Mari halt die Treppe runtergestoßen. Er hat sie aus Versehen weggeschubst, so wie das Aubrey mit Basil im Wasser getan hat. Und Basil war da. Adam hat dann halt Mari wieder hoch in ihr Zimmer getragen, hat sich dann da hingesetzt, war natürlich fertig gewesen. Und Basil und Adam haben dann Mari genommen und haben sie dann aufgehangen im Garten, sodass es nach Selbstmord aussah, um zu vertuschen, dass Adam am schuld ist am Tod seiner Schwester. So. Und das war dann was Basil die ganze Zeit auch halt gejagt hat, dass er da mitgemacht hat. Für mich ist nur die entscheidende Frage noch, hat Mari zu dem Zeitpunkt noch gelebt oder war sie da schon tot? Das ist die Frage. Ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich schon bereits tot war. Quietsch. Wir öffnen die Box. Die Violine ist da drin, die kaputte. Bekamst eine Violine. Eine Strähne von schwarzen langen Haaren umwickeln die Saiten. Du bekamst ein Blatt Musik, also ein Notenblatt. Das Papier ist auseinandergerissen und mit Blut gesprenkelt. Aber du kannst es immer noch lesen. Ah, okay, und jetzt sollen wir zusammen, jetzt sollen wir das hier spielen. Ein Teil Stühle. Basil und Hibo haben sie aufgestellt, damit ihr zusehen kann, wie wir üben. Wie spiele ich jetzt? Das Bild noch. Wie mache ich das jetzt? Er hat die Violine. Er hat die Violine schon ausgerüstet. Maris Bett und meins, wenn ich Albträume habe. Ein sehr komfortables Bett, aber es gehörte Mari, aber sie hat es mit mir getauscht, als sie merkte, dass ich Probleme hatte zu schlafen. Ah.
Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt hier spielen? Oder hätte ich hier irgendwas drin machen sollen? Ich bin etwas verwirrt gerade. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ah, nach draußen gehen, okay. Ich gehe mal am Rand, weil keine Lust, dass da jetzt ein Auto durchkommt. Ja, ich habe genau das, was ich brauchte. Oh Mann, meine Hand sieht nicht so gut aus. Du kannst das den Leuten nicht sagen, Kel. Du musst ein gutes Pokerface haben. Oh, warum kommst du hinter mir, Marie? Ich kam gerade erst her, im Kopf. Ja, ich habe euch ein paar Kekse gebracht. Basil, machst du ein Studio Foto? Ja. Ah, Mann. Ja, auf Fotos machen, wenn ich mich so aufrege. Ach, sei nicht so dramatisch, Kel. Das ist nur ein Kartenspiel. Hihi. Hä? Wieder ein Foto? Was so witzig. Ist ja da, was du uns nicht erzählst, Basil? Mach dir keine Sorgen deswegen. Ihr werdet das schon bald rausfinden. Du schaust in Kels Hand. Eine 4, eine 6 und noch eine 6. Hör auf zu gucken, Adam. Das ist so schlimm. Ich werde schon wieder verlieren, oder? Maris Kekse sind die besten, oder, Adam? Ah, hier, sei nicht so schmeichelhaft. Du weißt ganz genau, dass deine Kekse besser sind als meine. Ah, das ist nicht wahr. Maris Kekse haben viel mehr Liebe, ne? Ich könnte sie für immer essen. Ach, hör auf hier, du mal. Bei mir ist mich. Du siehst auf Aubreys Hand. Eine 2, eine 5 und eine 10. Was denkst du denn? Was soll ich tun? Entscheidung, Entscheidung. Du guckst halt wahllos. Ein Joker und ein Ass. Psst, sag das niemandem, okay? Du siehst an der Hand. Ist ein Ass und ein Ass. Ah, schweres Glück wie immer. Weiß ich nicht. Ist der Plant Egg. Okay. Okay, ich denke mal, mehr können wir gerade nicht machen. Ja. Du erinnerst dich. Der Geruch der frisch gebackenen Plätzchen. Sie rochen noch besser, weil du wusstest, dass Marie sie frisch gemacht hatte. Die Violine mended a part of itself. Also reparierte einen Teil von sich selbst. Okay. Ich kann leider auch nicht ins Menü gucken oder so.
Huch. Ach, am Strand. Ah, da, Wassermelone. Ist aufgeschnitten. Komm schon, nimm eine Scheibe. Yay. Danke dir, Hero. Schau dich an. So ein großer, starker Mann. Ah, nicht doch, Marie. Nichts ist besser als eine nette Scheibe Wassermelone an einem heißen Tag. Mensch. Hey, Mani, aber Fotos von mir während ich esse, Basel. Ah, tut mir leid, ich dachte nur, du siehst so süß aus. Ich zeig's dir, wenn's fertig ist. Nun, okay, dann. Ich vertraue dir, Basel. Eklig. Worauf ziehst du auf mich zu spucken, Kerl? Aha. Du hast Samen über dein Gesicht. Wie wär's da? Hör auf, Aubrey. Du gibst mir. Keine Ahnung, Cooties. Hey, Elton, willst du das sehen, wo du sie machst? Na. Oh, wie so süß ist sie. Lass sie spielen, Hero. Die ärgern sich nur gegenseitig. Erinnerst du dich noch, wie wir waren, als wir jünger waren? Ich habe die ganze Zeit Kiefer in einer Schublade versteckt, nur um meine Reaktion zu sehen. War alles immer so witzig. Warte, das warst du? Ups. Krieg ich nur Ärger, Tio? Ach. Erleben wir die ganze Vergangenheit hier nochmal wieder, wa? Wir laufen gerade hier durch, um die Violine zu reparieren, ne? Wir wissen immer noch nicht, was passiert ist bei Basel da jetzt. Schön, dass alle eingeschlafen sind. Die sind immer noch hier drei. Alle müssten müde sein nach dem großen Essen. Danke, dass du für uns alle gekocht hast, Tio. Ah, das war gar nichts. Ich übe nur ein bisschen. Ich bin froh, dass ihr alles so gemocht habt. Eines Tages wirst du ein weltberühmter Chefkoch. Und du wirst mir eine Menge leckeres Essen kochen. Hä? Warte. Tu ich? Natürlich wirst du das. Ich glaube in dich, Jo. Nun, wenn du das sagst. Ich freue mich, dass du deine Kamera jetzt noch öfters benutzt, Marcel. Du scheinst dein neues Hobby richtig zu lieben. Ja. Ich finde, das ist echt witzig, wenn du aber den neuen Dreh rauchst. Warte. Warte eine Sekunde, da ist irgendwas seltsam in dem Foto. Hector, wie konntest du? Hey Adam, kann ich dein Gehirn für eine Minute pieksen? Ich liebe es zu kochen und alles und so. Und Mari sagte, ich wäre ein echt guter. Aber meine Eltern wollten, dass ich Arzt werde. So, denkst du, ich soll ein Koch werden? Vielleicht. Nun, wir sind noch jung. Wir sollten große Träume haben. Aber ja. Meine Mutter wird da schon was drüber sagen. Oh, hey, kleiner Bruder. Tut mir leid, haben wir dich aufgeweckt? Du hast so friedlich ausgesehen, als du geschlafen hast. Ich erinnere mich daran, wie du als Baby warst.
Hey Adam. Ich habe mal ein Foto gesehen. Willst du es sehen? Das hätte so ein tolles Foto werden können. Aber nein, Hector musste das Foto ja ruinieren mit seinem... mit seinem Häufchen. Vielleicht kann ich es mit Tape ein bisschen... Hauptsache was essen davon, ne? Also wir durchleben gerade nochmal all die Erinnerungen, die wir... erlebt haben. Ich bin das nicht daran. Das Gefühl, auf Maris Bein zu schlafen. Es fühlte sich wesentlich schöner an, weil du wusstest, egal was ist, Mari würde immer auf dich aufpassen. Und die Violine hat sich wieder am Stückel. Ja, Leute, unsere kleine Erinnerungsreise geht dann beim nächsten Mal weiter. Ich weiß nicht, wann das zu Ende ist. Irgendwie habe ich mir das Gefühl, es geht zu Ende, aber dann... Ihr schmeißt mal einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir dann mal, wie es weitergeht mit der Vergangenheitsreise und was das mit der Violine ist und was jetzt in Realität passiert ist. Und ich hoffe, wir erfahren das alles noch. Also, bis zum nächsten Mal. Cheerio.